right with his head held high. His eyes they burn with a fearsome pride, and with vengeance for his guide, he goes by the name kann die Goldmine jetzt nicht mehr sein. Einen Hunger habe ich, als ob ich noch nie was gegessen hätte. Morgen um die Zeit kennen wir unsere Mine schon und in einem halben Jahr stinken wir vor Reichtum. Dann kann uns wenigstens nichts mehr passieren. Ja. Dann sind wir gemachte Leute. Drei meiner Männer sind dabei draufgegangen. Und nicht die schlechtesten. Sie werden ganz schön blechen müssen, Senor Nash. Ja, damit dürfte der Schaden repariert sein. Ihr hättet mich auch beinahe umgelegt.
Schärf deinen Männern ein, dass sie das nächste Mal besser aufpassen. Mein Leben ist mit ein paar Scheinen nicht bezahlt. Mehr Geld hat der Mann nicht bei sich gehabt? Von mir aus dreh ihn um, vielleicht findest du noch was. Bueno, Sie werden ein Pferd brauchen, wenn Sie heute noch nach Tuscosa wollen. Wenn Sie mich und meine Truppe wieder mal benötigen, wissen Sie ja, wo Sie uns finden. Vamos, compañeros! Alles erledigt! Unsere Aufgabe ist beendet! Aufsitzen! Kostet nichts. Ja? Heute schenken wir nur Freibier aus. Alle Bürger sind eingeladen. Und wer bezahlt die Zeche? Unser Mitbürger, Mr. Ney. Zugabe! Seid so schön, war gleich normal. Wer da? Mach mich ganz heiß. Leider, nein, nicht. Weil der wackelt die Wand, wenn ich mich mit dir einlässt. Bravo! Bravo! Na, Capo! Wir wollen mehr sehen! Viel mehr! Laufen ist ganz schön, ehrlich. Aber ohne Weiber ist das nur der halbe Spaß. Du denkst nur an sowas. Na, du nicht? Na schon, aber nie öfter als 10 Mal. Ich hab mal eine Frage. Kennen Sie zufällig einen gewissen Johnny McKenzie? Johnny? Ja. Da geht er, da drüben. Er ist wieder voll wie eine Strandhaubitze. Ja, gleich für einen ganzen Monat auf Vorrat getan. Guckt euch bloß unseren Johnny an. Der sieht wieder aus wie ein Schnauze, Leute! Unser hochverehrter Mitbürger Nash hat für uns alle Freibier spendiert, was wirklich großzügig von dem Mann ist. Aber es trifft keinen Namen. Schließlich gehört die reichste Mine in Oklahoma ihm. Da soll es auf ein kleines Bierchen nicht ankommen. Aber wie sieht seine Großzügigkeit sonst aus? Für die Schindereien seiner Mine zahlt er euch einen Hungerlohn. Ihr dürft die Dreckarbeit machen und er schöpft den Rahmen ab. Das nenne ich Ausbeutung. Arbeitsvieh seid ihr Sklaven. Hört euch ihn an. 30% hat er euch zugesagt. Versprochen. Was, Johnny? Wenn ihr mir nicht glaubt, dann soll der Fremde an der Theke entscheiden. Wenn er sagt, dass ich recht habe, ich, dann schmeiß ich eine Runde für ihren ganzen Laden. Halt die Fresse, Opa. Hörst du, sonst gibst die Jacke voll. Mach keinen Terror, verstanden? Ich sagte, der Junge an der Theke soll entscheiden, der Fremde, ob ich recht habe oder Mr. Nash. Gut. Vorwärts, Leute. Raus mit ihm. Rührt mich nicht an! Was soll das wieder? Lasst mich in Frieden! Nein! Das schmeckt Ihnen nicht, wenn ich die Wahrheit sage, nicht wahr? Vor Fremden ist Ihnen sowas besonders peinlich, ich weiß! Jetzt bin ich mal in Fahrt! Lasst mich los, ihr Rotzlöffel! Den alten Johnny macht ihr nicht mundtot! Augenwischerei nennt man das, was Nash euch einreden wollte! Und der Sheriff ist der Schlimmste! Der soll Achtung verdienen, da kann ich nur lachen! Ich weiß nicht, wo du herkommst, mein Sohn, und was du hier machst! Recht und Gesetz wirst du hier jedenfalls nicht finden, sondern nur Korruption, Unterdrückung und Arschkriecherei. So sieht das hier aus. Ich werde euch... Lass den Mann los. Hast du hier auch was zu bestellen? War das nicht deutlich, was ich eben... Thank you.
Schluss! Dann machst du noch einen Lenkzettel und dann raus mit ihm. Ihr wisst genau, dass ich sowas nicht schätze. Noch wissen wir nicht, wer der Mann ist und was er von uns will. Johnny, gibt es hier aber Jungfrauen? Jungfrauen? Du scheinst bei der Keilerei gestern gelitten zu haben. Und wofür würdest du das da halten? Na? Das ist Christi, meine Tochter Christi. Christi! Tochter, pass auf, du hast Publikum. Der Junge hier ist bei deinem Anblick knallrot geworden. Ich sage dir, Hell, das Mädel ist wassersüchtig. Ich weiß nicht, was er hat von mir, jedenfalls nicht. Mir wird bei dem Gedanken an Wasser schon schlecht. Wasser ist ihr Element, so wie meins der Brandy. Und bei dem Gedanken wird ihr schlecht. Christi, mach dich salonfähig. Ich will dich meinem neuen Freund vorstellen. Der hat dich für eine Meerjungfrau gehalten. Hör auf, Pa. Wurde ja höchste Zeit, dass du wieder einen Saufkumpan findest. Nein. Schon schlimm genug, dass du dich volllaufen lässt. Jetzt verdirbst du auch noch die jungen Leute. Wenn er mit einem Kaffee vorlieb nimmt, kann er mit reinkommen. Ist nur eine bescheidene Hütte. Mhm. Guten Morgen, Tochter. Morgen, Pa. Du hast mir fest versprochen, den Brandy aufzugeben. Aber du riechst auf 10 Meilen danach. Hör auf, deinen Vater zu erziehen. Grüß dich, der junge Mann ist mein Freund Hell. Guten Morgen. Guten Morgen. Pa. Du wolltest doch den Saloon nie mehr betreten. Das hattest du dir vorgenommen. Du weißt, warum dieser Nash dich dauernd im Jum halten will. Er will, dass du weich wirst und verkaufst. Kindchen, ich weiß ja, dass er scharf auf meine Miene ist. Du kannst dich auf mich verlassen. Wenn du nicht allein zurechtkommst, ich bin Ingenieur. Hast du das mitgekriegt, Christi? Er will mich unterstützen. Dann sag ihm aber von vornherein die Wahrheit. Wenn, selbst wenn ich mich zum Verkauf der Mine entschließe, kann er mir auf alle Fälle sagen, was ich bringen muss. Das erzählst du doch immer nur, Pa. Du denkst doch gar nicht daran zu verkaufen. Von mir aus könnte er verkaufen, aber er lässt sich bestimmt übers Ohr hauen. Sag deinem Freund, was mit den Männern passiert ist, die für uns gearbeitet haben. Wenn es ihm peinlich ist, können Sie mir es doch verraten. Sehen Sie, das ist so. Dieser Nash wollte Vaters Bergwerk von Anfang an haben. Mein Bruder hatte versucht, es in Schwung zu bringen. Aber eines Abends ist sein Gaul mit leerem Sattel heimgekehrt. Henry war tot. Das Pferd hatte seine Leiche mitgeschleift. Könnte doch auch ein Unfall gewesen sein. Unfall ist gut. Diese Art Unfälle sind hier an der Tagesordnung und eine Warnung an jeden, der für uns arbeiten will. Da dürfen Sie sich selbst gar nichts vormachen, Hell. Sag ich die Wahrheit, Pa? Ich muss leider zugeben, dass es so ist. Ich habe die Mine stillgelegt, weil sich unter den Umständen niemand findet, der für mich schuftet. Wenn du also wieder aussteigen willst... Wer kommt da? Es ist der Sheriff mit 4 Mann. Hör zu. Was willst du da? Das war doch wohl deutlich, oder? Sicher. Der Junge hat sich entschlossen zu bleiben und das soll er auch. Er wird in meiner Mine arbeiten.
Aber Paps, du weißt doch gar nicht, ob er das will. Stimmt das, was er sagt? Wollen Sie hier bleiben, Fremder? Wenn Sie nichts dagegen haben. Und was wollen Sie hier? Für Johnny arbeiten, das hörten Sie doch gerade, Sheriff. Haben Sie sich das auch gut überlegt? Das pflege ich stets zu tun. Wird auch gelacht, wenn ich die Karre da nicht aus dem Dreck ziehen könnte. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Lassen Sie die Finger davon, seine Miene ist nicht sicher. Ich habe Sie gewarnt. Und ich pfeife auf Ihre Warnung. Klar? Wie Sie meinen. Ich meine, Sheriff. Ihre Selbstsicherheit werden wir Ihnen schon abgewöhnen. Hauen Sie ab, bevor es zu spät ist. Hier! Hier! Du gefällst mir, du bist ein echter Baccaro. Ich mag solche wie du, die sich auf freier Wildbahn bewegen. Und das Herz hast du auch auf dem rechten Fleck. Allerdings, ich will es wenigstens hoffen. Johnny, du hast mir doch gestern erzählt, dass es hier gleich zwei Minen gibt, die erst vor 5 Jahren entdeckt worden sind. Ja, das stimmt. Meine und die von Nash. Dann werde ich, wenn du nichts dagegen hast, mich auf beiden umsehen, Johnny. Und zwar aus höchstpersönlichen Gründen. Warum wirst du noch merken? Du machst da so Andeutungen, Baccaro? Vergiss es, Johnny. Endlich habe ich einen von meinem Kaliber gefunden. Wir werden denen schon zeigen, was eine Harke ist. Du bringst ihn nur in Gefahr, Pa. Halt du dich da raus, davon verstehst du nichts. Mach uns lieber was Gutes zu essen. Mhm, gern. Inzwischen zeige ich ihm die Mine, einverstanden? Ja, das ist eine sehr gute Idee. Man will doch sehen, wofür man seinen Kopf hinhält. So allmählich werde ich neugierig. Was können dem Baccaro die Minen in dieser gottverlassenen Gegend interessieren? Eigenartig. Nick und Terry, ihr lasst mir die zwei nicht aus den Augen. Wenn sie zu Johnnys Mine wollen, nehmt ihr sie in die Mangel. Versteckt euch da oben. Vorwärts! Ja. Den Fluss aussaufen. Du bist doch nicht von meinem Kaliber. Wasser hat der liebe Gott zum Baden und für das Vieh erfunden. Das ist kein schöner Zug an dir. Das Papier ist noch ganz trocken. Gefällt mir nicht. Das ist bestimmt erst vor kurzem weggeworfen. Hier kommt keine Sterbensseele vorbei. Wenn du dich da nur nicht irrst. Johnny, hast du was gegen einen Scherz am frühen Morgen? Du sprichst den Rätseln, mein Sohn. Dann auf in den Kampf, komm. Wenn ich dich nicht so verdammt gut leiden könnte, wärst du mir unheimlich. Hier brauche ich nicht unheimlich zu sein. Du wirst dich schon an mich gewöhnen. Also, hopp! Hier! Thank you.
Günstiger kann sich der Lump nicht hinstellen. Der ist fällig. Werft die Kanonen weg. Wird's bald. Wenn ihr euch mit mir anlegen wollt, müsst ihr früher aufstehen. Flossen hoch. Jetzt guckt ihr dumm aus der Wäsche. Bestellt eurem sauberen Auftraggeber, wenn er einen Baccarou fertig machen will, dann muss er schon ein paar mehr Leute schicken. Vor allem welche mit Grips. Haut ab. Sagt nicht dem Großmaul, dass er uns im Mondschein begegnen kann. Von hier aus kannst du die Mine sehen. Das Loch da drüben ist der Eingang. Seit Jahren hat dir keiner mehr eine Spitzhacke in die Hand genommen. Du ahnst nicht, was du mir für eine Freude gemacht hast, nur weil du partout hierher wolltest. Ist das nicht eine Bombe? Weh? Ja. Stollen will mir nicht abkauen, an erpressen will mich der Hund. Aber da hat er einen Kies gebucht. Das hier ist meine große Liebe, Baccaro. Johnny, du weißt überhaupt nicht, was du für einen Schatz besitzt. Oh doch, ich weiß es. Das ist wirklich eine Goldgrube, mein Alter. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier arbeite ich. Dir soll nie leid tun, dass du mich getroffen hast. Vorsichtig, Pa, du hast Besuch. Nish sagt, er muss dich unbedingt sprechen. Reger Betrieb heute bei uns. Ich warte seit 2 Stunden auf Sie. So lange habe ich noch nie jemand warten lassen, wenn Sie das gütig zur Kenntnis nehmen wollen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich was von Ihnen wollte, sondern umgekehrt wird ein Schuh draus. Na schön, wenn Sie ein gutes Geschäft nicht interessiert. Nicht mit Ihnen. Pa, hör ihn dir doch erst an. Er hat sich entschlossen, mehr zu zahlen. Jedenfalls mehr, als er dir neulich geboten hat. Das ist doch nicht unbedingt schlecht. Nash, es bleibt bei dem, was ich schon früher gesagt habe. Ich verkaufe nicht. Johnny, Sie sollten meine Langmut nicht überschätzen. Nutzt meine gute Laune aus und willigt ein, beide. Christi und Sie, Stuart imponiert mir nicht, Johnny. Hör zu, ich will euch etwas sagen. Wenn ich nicht will, könnt ihr die Mine niemals ausbeuten. Mein Arm reicht weit, das wisst ihr. Also überlegt's euch. Ach, jetzt hätte ich doch fast vergessen, warum ich gekommen bin. Ich wollte Sie daran erinnern, dass Sie noch Spielschulden bei mir haben. Hm? $370 sind schließlich kein Pappenstiel. Die hat Ihr Sohn beim Pokern an mich verloren. Johnny, lass dir doch von dem alten Gauner kein Kind einreden. Das war kurz, ehe er abgekratzt ist. Ich komme Sie morgen kassieren. Gut? Henry hatte Spielschulden, Pa. Augenblick mal. Da Sie was von meinem Partner wollen, wollen Sie auch was von mir. $370 abgezählt. Pa, das ist deine Angelegenheit, das musst du... Unsere Mine ist eine Goldgrube, Tochter. Also lass dir darüber keine grauen Haare wachsen. Goldgrube. Hast du das gehört? Hey, Nash! Nash! Mr. Nash, wenn ich bitten darf. So viel Zeit muss immer noch sein. Mr. Nash, würden Sie mir einen Gefallen tun? Erstens wundert mich, dass Sie fragen, und zweitens wüsste ich nicht, wie ich dazu käme. Moment, das werden Sie gleich erfahren. Meine Zeit ist knapp, junger Mann. Worum geht es?
Übergeben Sie dem Sheriff bitte die beiden Colts. Die haben zwei seiner Leute verloren. Warum geben Sie die ausgerechnet mir? Bin ich Ihr Bote? Könnte doch sein, dass Sie die zwei kennen. Für deine Unverschämtheiten habe ich wenig Sinn. Du wirst mich noch kennenlernen. Du mich auch, Mr. Nash. Mit mir kannst du nicht umspringen, wie mit deinen Sklaven hier. An mir beißt du dir die Zähne aus. An dir wird er sich rächen, der Kerl. Ihr zwei, kümmert euch um ihn. Willkommen, Mister. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Was kann ich für Sie tun? Ist ein hübscher Anzug da. Ich brauche eine Menge. Vor allem brauche ich Werkzeug. Da sind Sie hier leider an der falschen Adresse, mein Freund. Die Ware hier ist vorbestellt. Sie verkaufen nur Vorbestellung? Ja. An wen, hm? Das geht Sie zwar einen Scheißdreck an, aber wenn Sie es durchaus wissen wollen, an Mr. Nash. Aha, ich verstehe. Allerhand, was der so braucht. Das Werkzeug hat er auch bestellt? So ist es. Und das Dynamit hat er auch bestellt? Auch. Alles, was für den Bergbau gebraucht wird, ist restlos vergriffen. Mhm. Und wenn ich das Dynamit nun nicht für den Bergbau brauche? Gehört alles Mr. Nash. Gib dir keine Mühe, verkauf dir doch nichts. Nicht mal ein Knallfrosch. Bakaru. Ach was. Hau ab. Sind die zwei auch vorbestellt oder kann man die noch kaufen? Nimm dich in Acht, Fremder. Das rate ich dir auch, wenn dir dein Leben lieb ist. Verstanden? Könnte mir verdammt gefallen, dem die Mandeln durchzupusten. Hört sich sicher lustig an, wenn er in den höchsten Tönen piepsen wird. Dann könnte man ihn sogar rumzeigen für Geld. Hat uns überhaupt beleidigt, das Würstchen? Hat versucht, uns zum Affen zu machen. Ja, genau. So ein Maulheld. Das muss bestraft werden. Man muss ihm in den Arsch treten, dass er Lumpen kotzt. Dich kriegen wir klein. Du wirst dich wundern, wie bald von dir nichts mehr übrig ist. Hosenscheißer, du. Ich denke, den Rest der Unterhaltung setzen wir draußen fort. Dann wird sich zeigen, wer ein Hosenscheißer ist. Platz, ihr Angeber. Hey. Auf ein Wort, Bakaru. Aller Achtung, Sie sind ein verdammt guter Schütze. Sie könnten bei mir eine große Nummer werden. Wenn wir uns beide zusammentun, sind wir unschlagbar. Das heißt, vielleicht haben Sie auch was dagegen, sich mit mir zu verbünden. Wir zwei uns verbünden? Wozu sollte das gut sein? Also zunächst mal müssen Sie Ihren Freund Johnny davon überzeugen, dass er am besten fährt, wenn er an uns verkauft. Wie war das? Sie haben richtig gehört, an uns verkauft, habe ich gesagt.
Ich bin der Meinung, dass es eine verdammt große Ehre ist, mein Partner zu sein. Das ist Ihnen klar, nicht? Auf diese Ehre pfeife ich, ehrlich. Sie kotzen mich an, Mr. Nash. Hast du das mitgekriegt, wie dieser hergelaufene Köter mit mir spricht? Oder habe ich mich vielleicht nur verhört? Ich kann es gern wiederholen. Ich habe gesagt, Sie kotzen mich ehrlich an, Mr. Nash. Sie können weder Johnny kaufen, noch können Sie mich kaufen. Hast du dir es anders überlegt, hä? Oder glaubst du ernsthaft, dass du so mit mir reden darfst? Meine Leute brennen darauf, dir dein Maul zu stopfen. Freunde, hört zu. Johnny und Duchen, wir suchen gute Leute zu fairen Bedingungen. Ihr sollt zufrieden sein. Wie sind die Bedingungen? 50% von dem Gold, das ihr aus der Grube holt. Ist das ein fairer Vorschlag oder nicht? Ein gutes Angebot. Wann kann ich anfangen? Ich denke, dass wir in 2 Wochen genügend Werkzeug und Geräte haben. Hier traut sich ja keiner, uns was zu verkaufen. Ich mache mit, ich bin auch dabei. Genau wie mein Bruder. Und wir können zupacken, wenn es drauf ankommt. Sehr gut, Jungs. Ich erwarte euch dann morgen auf Johnny's Ranch. Da können wir dann gleich den Vertrag machen. Okay. Ich mache auch mit, wenn du mich willst. Ich kann jeden gebrauchen. Ich freue mich auf die Arbeit mit euch. Aber macht mir keinen Rückzieher, falls euch jemand einzuschüchtern versucht. Sag mir. Hey. Ich muss dich was fragen, Johnny. Als Nash hier auf... Ich meine, hatte er damals schon das Gesindel bei sich, diese Untermenschen. Glaubst du, dass der je anderen Umgang damals mitgebracht hat, waren vom gleichen Schlag wie die Untermenschen, wie du sie nennst? Einer wie Nash fühlt sich doch nur stark, wenn er von Berufskillern umgeben ist. Wo bleiben denn die Männer, die Sie angeworben haben, Hell? Keine Ahnung. Die Männer wollten doch um die Zeit kommen. Ich habe draußen Fleisch auf dem Feuer. Ich wollte, dass sie sich von Anfang an wohlfühlen. Und nun verbrennt der schöne Braten. Einer kommt schon. Nein, das ist keiner von den Jungs. Die würde ich auf Anhieb erkennen. Hast wieder mal recht, Baccaro. Es ist einer von Nashs Leibwache. Ein Präsent von Mr. Nash. Mit besten Empfehlungen. Ja.
Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Massaker veranstalte. Endlich hast du deinen Humor wieder, Pa. Endlich bist du wieder der Alte. Ist was, Terence? Wo bleibt ihr denn? Ich kann doch nicht bei euch arbeiten, ist mir zu gefährlich. Ich hab's ehrlich gewollt, aber ich... Aber was? Ist mir schlecht bekommen, dass ich aus der Reihe tanzen wollte. Ich hoffe, du bist mit der Andeutung zufrieden. Sollte ich mich wirklich so in dir getäuscht haben? Ich hab dich für einen Mann gehalten. Na schön, ich muss es hinnehmen. So forsch, mein Sohn. Hast du dich nicht auch freiwillig zur Arbeit auf Johnnys Mine gemeldet? Allerdings. Wir haben dich mittags erwartet. Man hat mir beigebracht, dass er Selbstmord wäre, bei euch anzufangen. So, so, ich habe verstanden. Du bist also auch einer von den seltsamen Knaben, die von Nash kuschen. Hey, Steve. Wie wollen wir es ihm beibringen? Wir werden nicht lange drum rumreden. Wir sagen die Wahrheit. Ich bin ja kein Feigling, aber davor habe ich doch Schiss. Tag, Männer. Tag. Wo bleibt ihr denn? Tja, das ist eine... Ich möchte mal wissen, wozu ihr einen Sheriff habt. Wenn er nicht mal die Bürger schützen kann, dann weiß ich nicht, wofür er sein Gehalt bekommt, der Lahmarsch. Wieso setzt ihr den Kerl nicht ab? Tja, das ist nicht so einfach. Wenn ihr wirklich wollt, ist es sogar verflucht einfach. Euer Boss würde euch unter Garantie feuern, wenn ihr eurer Aufgabe nicht gewachsen seid. Und der ist seiner Aufgabe bestimmt nicht gewachsen. Verzeihung, Sir. Unsere Abnehmer haben uns in letzter Zeit ganz schön im Preis gedrückt. Dafür verlangen die Arbeiter einen höheren Prozentsatz von der Ausbeute sonst. Sonst? Was sonst? Sonst wollen sie in den Sack hauen, aufhören. Die Arbeiter... Ach was, wo wollen sie hin? Oben in den Bergen Steine anpflanzen? Ohne mich würde die Bande doch verhungern. Mr. Nash, ich spreche nicht für mich, ich... Hörst du das? Die Männer sind unzufrieden. Sie meutern nicht gerade, aber sie machen schon Bemerkungen und das ist nicht gut. Mr. Nash? Ja? Was willst du? Larsen, Sir, kann ich Sie eine Minute sprechen? Nur eine Minute. Red schon, mach's nicht so spannend. Mr. Nash, ich... Damals, als ich den Vertrag unterzeichnete, da sind mir 30% versprochen worden von dem Gold, das ich schürfe. Und was bekomme ich? 20! Tja, in letzter Zeit bekomme ich auch einen ganz schlechten Preis und kann keinen Muck sagen. Ich habe gelernt, Vertrag ist Vertrag. Dann ändern wir ihn auf 20%. Sie vergessen, dass ich Familie habe, Mr. Nash. Von 20%, da wird Ihnen nichts sagt. Deine Ausführungen waren interessant und du machst, was du willst. Nein! Jetzt werden wir uns darüber unterhalten, Sie Ausbeuter! Es langt mir, du Drecksack! Hättet ihr mich nicht, dann würdet ihr ganz schön am Hungertuch rumknabbern. Saufen wie die Schweine, aber faulenzen. Wiegelt die Kumpels auf und wagt mir Unverschämtheiten ins Gesicht zu sagen. Das hat er verdient. Soll allen Unruhestiftern eine Warnung sein. So geht's jedem, der meutert. Hühler und Hetzer ziehe ich persönlich zur Rechenschaft.
den Sheriff! Noch was im Schädel. Wenn Sie sich nur nicht dabei in den Finger schneiden. Der Fremde lässt sich nicht kleinkriegen, das imponiert mir. Fontuscosa, mein Freund, der Sheriff, hat sich zum Rücktritt entschlossen. Aus freien Stücken natürlich. Ich weiß, ihr lasst ihn nur ungern scheiden, da er sich um eure Stadt verdient gemacht hat. Ich habe versucht, ihn umzustimmen, aber er besteht darauf, sich zur Ruhe zu setzen. Und diesen Wunsch muss man respektieren. Freiwillig tritt er ab. Ein Polizist, der freiwillig abtritt, wird in die Geschichte eingehen. Eingehen, Herr Scheiß, hat ihn nicht schlecht, was? Ist das traurig? Ihr seid traurig, aber einverstanden. Abstimmen! Leute, wenn ihr wollt, können wir auch abstimmen. Aber ich fürchte, er wird seinen Entschluss nicht ändern. Die unter euch, die wollen, dass er im Amt bleibt, heben die Hand. Keiner hebt die Hand? Will etwa keiner, dass er bleibt? Der zählt nicht, der ist taub. Außerdem ist er mit dem Sheriff verwandt. Weil er mit seiner Frau geschlafen hat? Er hat seinen eigenen Ast abgesägt. Und freiwillig, Leute, freiwillig. Tut mir ja sehr leid. Aber die Bürger sind mit ihrem Rücktritt einverstanden. Der neue Sheriff. Bravo! Sheriff Sandy ist okay. Jetzt sind wir nicht mehr vogelfrei. Das verdanken wir dem Buckaroo. Ja! Gratuliere, Sandy! Gratuliere, Sheriff Sandy! Danke, Johnny. Nächste, John Patterson. Ich kann gleich morgen früh anfangen. Aber Terence, hör zu, Freunde. Ich fahre jetzt nach Santa Cruz und besorge Geräte und Werkzeug für alle. In spätestens 2 Tagen kann voll gearbeitet werden. Dann machen wir ein Fest und laden Nash dazu ein. Er soll aber ein paar schicke Puppen mitbringen. Na, Terence, habt ihr genug beisammen? Bald. Name? Jack Wilson. In Ordnung. Dein Name, Freund? Richard Thunder. Okay, Richard. Was soll ich denn machen? Mit der Kanone im Kreuz? Seien Sie kein Unmensch, Mr. Nash. Haben Sie Erbarmen? 5 gegen 1, ich war machtlos. Jetzt winselt er. Haben Sie Erbarmen, Mr. Nash? Wenn man dich mal 5 Minuten allein lässt, drehst du durch und machst, was die Lumpen wollen. Sie haben mich überrumpelt. Gib doch zu, dass du eine feige Sau bist. Ich war allein. Ich war auf den Überfall nicht vorbereitet. Er hatte doch vorher schon die ganze Stadt aufgehetzt. Wie hätten Sie sich verhalten, wenn die Bürger Sie bedroht hätten? Was, Weib Altes? Sie tun mir Unrecht. Ich konnte das nicht verhindern. Geben Sie mir Gelegenheit, es gut zu machen. Bitte, Mr. Nash. Bill, du reitest sofort nach Santa Monica. Schaff mir auf dem schnellsten Weg Miguel Montero her. Er soll seine besten Leute mitbringen. Geld spielt keine Rolle. Geht in Ordnung. Unsere Leute sollen sich vorläufig im Hintergrund halten, verstanden? Und nun verliere keine Zeit mehr. Mach's gut, Bill. Ja, Sir. Fred Matthews. Matthews. Jetzt kommen schon die Leute, die bisher für Nash gearbeitet haben, Sandy. Dein Name? Jeff Davis. Weiter, der Nächste, komm her. Jeff Davis. William Collins. Mit 2... Red schon, wie heißt du? Pedro Martinez. Gut. Bobby, bring uns eine Flasche Roten. Judy? Ja? Eine Flasche Rotwein und 4 Gläser für den neuen Sheriff. Hab doch wie geschmiert, hättest du nicht erwartet, wie? Ja. Oh, 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 oh.
Ach, bin ich froh, ach, bin ich froh, ach, bin ich froh, ach, bin ich froh. Es macht kein Grumpel, Matt, dem, der einen Kumpel hat. Oh, 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 oh. Für den alten Mann werden ja wohl zwei Leute ausreichen. Vamos! Hier! Christi und ich, wir haben uns soeben verlobt. Aber das soll nicht ihr schade sein. Erstmal bekommen Sie Ihre 370 Dollar zurück und dann nochmal 1000. Für den Ärger, den Sie mit diesen Vollidioten hier gehabt haben. Damit meine ich die sogenannten Bürger von Toscosa. War das etwa Christis Wunsch? Auch. Johnny habe ich eine Leibrente ausgesetzt. Sie können Ihr Geld behalten für den Ärger, den Sie mit mir hatten. Komm, mein Alter. Herr! Warten Sie einen Moment. Ich verstehe gut, dass Sie jetzt einen Zorn auf mich haben, aber ich konnte nicht anders handeln. Ich habe dabei an uns alle gedacht. Es ist besser so, glauben Sie mir. Gratuliere. Christi. An dir ist eine Schauspielerin verloren gegangen. Sein Leben war mir diesen Preis wert, Mr. Nash. Warum so förmlich? Gib mir noch einen Kuss. Hier. Das wirst du gleich sehen, mein Kleiner. Was wollt ihr? Du musst nicht so viel fragen, das könnte dir unter Umständen schlecht bekommen. Was soll der Wisch? Hund! Wer ballert hier in der Gegend rum? Maul halten! Wenn einer fragt, bin ich es. Verstanden? Mach, dass du zurückkommst in deine Bau. Aber plötzlich zu Drecksack. Mach, dass ihr reinkommt. Du und dein Kumpel. Habt ihr nicht gehört, was mein Boss gesagt hat? Bewegt euch! Hier werde ich Beine machen, du Stolz! Alles stehen bleiben. Keine Bewegung.
Niemand verlässt den Raum. Hände auf den Tisch und ein bisschen plötzlich. Miguel Montero ist nach Toscosa gekommen, um Gesetz und Ordnung wiederherzustellen. Wer Schwierigkeiten macht, wird umgelegt. Ohne Gnade und auf der Stelle. Ihr zwei steht auf unserer Liste oben an. Auf euch ist der Boss besonders scharf. Vielleicht steht er bald auf. Hebt die Flossen hoch. Die Kanone abnehmen. Wird mir ein Vergnügen sein. Die zwei Geigenvögel sind mir sowieso nicht geheuer. Euch möchte Miguel gern selber sprechen. Los, vorwärts. Vamos. Du auch. Hat noch jemand eine Kanone bei sich? Nein. Hoffentlich nicht. Jetzt können wir zum gemütlichen Teil übergehen. Schenk schon ein, Alter, oder müssen wir dich erst mit der Knarre kitzeln? Was ist mit Weibern? Wo wohnen die Süßen hier? Es geht auch schneller, Alter, viel schneller. Ich hab dich gefragt, wo es hier Weiber gibt. Ist das ein Saloon oder ein Friedhof? Wie? Das machen wir selbst. Hau ab und schaff Weiber her. Aber Dalli! Da kommt doch schon eine Süße. Die reicht für uns drei. Los, Schwester. Hey, mit der Pulle auf den Tisch. Hey, du, alter Mann. Ich biete dir 50 Dollar für das Stück Fleisch. Wir werden uns schon einig werden, was, Süße? Was, wie die Mann, sie Dreckskerl? Ich werde dich schon zähmen, mein Täubchen. Papa! Du hast Glück, dass ich auf dich stehe, wie eine Eins. Ich! Das? Rühr mir das Mädel nicht noch einmal an. Wenn du sie noch mal anfasst, dann kannst du in deinem Blut ersaufen. Du wirst doch wohl noch einen Spaß verstehen. Ihr seid doch hier berühmt für euren Humor. Ist er dir abhandengekommen, oder was? Und jetzt verschwindet gefälligst. Los, raus! Ja. Weg, der gehört mir. Mit dem rechne ich ab. Zum Abrechnen gehören zwei. Ich lasse jeden von euch einen Vorsprung. Wer will zuerst? Na? Lass mich da raus. Ich weiß, dass du schneller bist. Dann du. Was ist mit dir? Ich bin noch langsamer als er. Dann sammelt euren Freund da auf und lasst euch hier nie wieder blicken, verstanden? Ja, Mister. Ja, Mister. Vamos. Vamos, compañeros. Judy, wo sind der Sheriff und seine Männer? Wo haben die sich rumgetrieben, als Montero und seine Bande hier aufgekreuzt sind? Hier, ich bin zur Stelle, Baccaro. Hand da weg! Diesmal zahlst du die Rechnung. Los, Hände hoch, wird's bald. Jetzt bin ich am Drücker. Es wird eine verdammt teure Rechnung. Das hast du nicht erwartet, wie? Geh schön brav vor mir her. Jetzt zeige ich dir, wer hier der starke Mann ist. Vorwärts! Dir werde ich die lahme Tour schon abgewöhnen, lasierter Affe. Mr. Nash, ich habe Ihnen Ihren speziellen Freund mitgebracht. Das Großmaul. Gute Arbeit, Sheriff. Komm her, Söhnchen. Ich hab dich gern nah bei mir. Ganz nah bei mir. Ich habe dich für intelligenter gehalten. Schon da konnte ich dir nicht beibringen, dass du dich aus dem Staub machen sollst, weil du meine Kreise störst. Hättest du dir an deinen fünf Fingern abzählen können, dass ich mir das auf die Dauer nicht gefallen lasse. Dieser Schuft hat einen meiner besten Leute erschossen. Er ist fällig. Noch nicht, Montero. Warum nicht? Ich brauche ihn noch. Wenn du diesen gerne groß umlegst, musst du die vier Lumpen da auch umlegen. Und noch ein paar Dutzend Verräter in diesem Drecknest. Ich möchte Aufsehen vermeiden. Ich habe nämlich keine Lust, mir die Armee auf den Hals setzen zu lassen.
Bei aller Liebe, das ist er nun doch nicht wert, dieser größenwahnsinnige Angeber. Überlass den Burschen mir. Verdient hättest du, dass er dich abknallt. Ich will dir einen Tausch vorschlagen, ein Geschäft, wenn du so willst, weil ich ein gutmütiger Mensch bin. Es gibt für dich nur eine Möglichkeit, deinen Hals zu retten. Worauf wollen Sie eigentlich raus? Ja, worauf wollen Sie eigentlich raus, Amigo? Verschwinde mit dem Gesindel. Wohin ist mir egal. Meinetwegen könnt ihr verrecken. Und lasst euch hier ja nie wieder blicken. Aber ich rate dir, meine Großmut nicht falsch auszulegen. Auch nicht die von Montero, der nur darauf brennt, dich kalt zu machen. Das Schicksal der vier Galgenvögel liegt ebenfalls in deiner Hand. Wenn du eine Dummheit machst, werden alle dran glauben. Überlebende Zeugen wird es nicht geben. Also entscheide dich. Aber vorher muss ich Christi noch was sagen. Etwas, das ihren armen Vater betrifft. Du willst dir erzählen, dass Johnny auf der Landstraße verunglückt ist. Das kann ich auch tun. Wie war das? Verunglückt? Es war ein Unfall. Du wunderst dich, dass ich das weiß? Einer meiner Leute hat die Leiche gefunden, als er aus Santa Monica kam. Als er vom Einkauf in Santa Monica an der Stelle vorbeikam, wo Johnny lag. Er hat ihm selbstverständlich noch helfen wollen, aber es war schon zu spät. Wie komme ich dazu, dir das überhaupt mitzuteilen? Das geht nicht in Dreck an. Um die Tochter braucht er sich keine Sorgen zu machen. Ich weiß, wie meine Frau tröstet. Sie sind ein Schwein, Nash. Ein übler Schuft. Ein widerwärtiges, mieses Objekt. Lass dir noch eine Minute, dich zu entscheiden. Entweder du ziehst auf der Stelle ab, oder ich puste dir eigenhändig das Gehirn aus dem Schädel. Meine Geduld ist zu Ende. Jetzt gibt's nur entweder oder. Also, wie hast du dich entschieden? Gut. Ich akzeptiere Ihr Angebot. Ich kann es allerdings erst dann annehmen, wenn meine Freunde auch entlassen sind. Ihre Derringer hat mich überzeugt. Ich habe gewusst, dass Sie früher oder später zur Vernunft kommen. Sag mal, du machst dir ein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter. Der Junge hat die Stadt doch verlassen. Jetzt habe ich neue Sorgen. Montero hat sich bei uns häuslich eingerichtet. Wenn ich wüsste, was die Bande hier noch will. Hör mal gut zu, Amigo. Ich möchte, dass du deinem Boss Montero bestellst, dass er schaurig von Nash hintergangen wird. Sag schönen Gruß von Baccaro. Hintergangen? Ich erklär's dir, hör zu. Das gefällt mir alles nicht. Hör mal unauffällig, was sie so reden. Na gut. Was soll das? Hey, du! Hat schon seine Richtigkeit. Ich habe ihn weggeschickt. Raus. Was willst du? Ich soll dir eine Mitteilung überbringen. Der Baccaro meint.
Achtung, wir bekommen Besuch, Leute. Überlegt, was ihr von euch gibt, verstanden? Ich störe hoffentlich nicht. Oder habt ihr gerade Lagebesprechung? Nein, nein. Verschwindet. Setz dich zu mir, Linda. Ich bin hier verflucht einsam, das bin ich. Ich glaube, ich sollte langsam sesshaft werden. Das ist auf die Dauer kein Leben für mich. Ich habe lange darüber nachgedacht. Es wird Zeit, dass ich bald heirate. Wie wäre es mit uns, Linda? Wir wären doch ein schönes Paar. Sag mal, meinst du das im Ernst oder machst du dich etwa über mich lustig? Richtig nach Gesetz und so? Wenn du magst, natürlich. Du bist nicht übel. Gefallen würdest du mir. Bist du etwa deswegen immer noch hier, Miguel? Bist du mir böse, wenn ich dich um einen Kuss bitte, Linda? Amigos, erhebt euch, ihr faulen Säcke. Er muss jeden Augenblick kommen. Das ist vielleicht eine Kacke. Immer auf dem harten Boden pennen. Da ist meine alte eine andere Unterlage. So ein Mist. Hat ein interessantes Angebot zu machen, lässt er bestellen. Aber vorläufig traue ich dem Hund noch nicht. Ihr seid mir verantwortlich, dass nichts schief geht. Linkt es der? Hinterfotzig. Er hasst Nash und will ihn fertig machen. Hoffentlich. Wenn er das schafft, brauchen wir uns nicht anzustrengen. Und sparen uns viel Ärger. Eine Polizei und so. Juan, schaff mir Nash her. Sag ihm, ich habe das Bedürfnis, ihn zu sprechen. Ich bin schon unterwegs. Dieser Speckjäger hat also die Absicht, dich zur Frau zu nehmen. Mit Standesamt und dem ganzen Bremborium. Ja? Und er wartet hier auf dein Ja-Wort. Meschi. Vorläufig bist du noch mein Mann. Warum willst du nicht auf ihn umsteigen? Mich kennst du lange genug und ich kenne dich. Ich brauche mal wieder eine neue Stute. Allmählich bist du auch zu alt für mich. Du heiratest ihn nur, den Wer ist da? Mr. Nash. Miguel Montero wünscht, dass Sie zu ihm kommen. Soll warten, bis ich Zeit habe. Geld will er haben, der Schmarotzer. Das könnt ihr alle. Alle wollt ihr nur Geld. Als ob ich ein Dukatenscheißer wäre. Kassieren. Dann seid ihr ganz groß. Mit dir rechne ich hinterher ab. Bist du noch zu retten, Montero? Du bist verrückt geworden, mich mitten in der Nacht aus dem Bett zu holen. Du brauchst Geld für deine Männer, stimmt's? Alles da. Aber mehr gibt's nicht und jetzt verschwindet aus der Stadt. Ich hab sie nicht holen lassen, weil ich Geld brauche, Señor Nash. Sondern weil ich möchte, dass sie wissen, dass der Fremde auf dem Weg hierher ist. Weil er noch eine Rechnung zu begleichen hat. Ich wüsste nicht, was ich mit dem noch abzumachen hätte. Der Baccaro ist anderer Ansicht. Er wird ja wohl kein Selbstmörder sein. Du willst mich in eine Falle locken. So sieht's aus. Ich habe nichts damit zu tun, Senor. Das ist ja Wahnsinn. Was habt ihr mit mir vor, Montero? Ich kann mich doch auf dich verlassen. Diese Angelegenheit müsst ihr schon unter euch ausmachen. Aber man kann doch erst mal reden. Dazu ist es zu spät, er wird gleich kommen. Du kannst mich doch jetzt nicht im Stich lassen. Wozu habe ich dich hergeholt? Du kannst ja noch mehr Geld bekommen. Wenn es um Ehre geht, muss sich jeder selbst helfen. Mach dich nicht lächerlich, Ehre. Um welche, um wessen Ehre geht's denn hier? Um Ihre und um seine. Vielleicht sehen Sie mal aus dem Fenster.
Viel Freunde scheinen sie in der Stadt nicht zu haben. Dabei hatten sie 5 Jahre Zeit, sich welche zu schaffen. Was? Was soll ich machen? Ich hab ja nicht mal eine Kanone. Dieser Kerl ist bis an die Zähne bewaffnet und ich stehe gewissermaßen nackt da. Das ist doch Irrsinn, ein ungleicher Kampf. Was hast du vor? Was soll das? Diesmal kenne ich keine Gnade. Komm raus! Aber plötzlich! Komm raus, du stinkender Schakal! Moment, Nash. So einfach mache ich es Ihnen diesmal nicht. Ich will wissen, warum er zurückgekommen ist, warum er die Stinkwut auf Sie hat. Ohne Grund ist er bestimmt nicht umgekehrt. Bakaru! Warum bist du zurückgekommen? Und was wirfst du Nash vor? Ich bin nach Tuscosa gekommen, um einen Mord zu rächen. Den Mord an meinem Vater. Nash hat ihn aus dem Weg geräumt, weil er die Mine allein haben wollte. Das ist nicht wahr, er lügt. Wofür bezahle ich dich? Los, mach dich fertig! Nein, Senor Nash. Ich habe dir einen Befehl gegeben, du Hund, komm nicht in Frage. Vielleicht erinnern Sie sich an den Überfall auf die Postkutsche. Wir waren uns einig, dass wir halbe-halbe machen. Nicht, dass Sie mir ein paar Scheine in die Hand drücken, die der Mann zufällig in der Tasche hatte. Jetzt erfahre ich, das war Ihr Partner. Da war also mehr drin. Ein Handel ist immer noch ein Handel. Sie wollten obergescheit sein, wollten das Gold allein einsacken und dachten, das merkt er nie im Leben. Sie haben sich verrechnet. Ich kann mich nur wundern, dass du dir so ein albernes Ammenmärchen aufschwatzen lässt. Auf Ihre Lügen falle ich nicht mehr rein, das war einmal. Auf Ihrer lächerlichen Schmalspurkanone ist der Name des Mannes eingraviert, den Sie umgelegt haben. Und der Sohn dieses Mannes ist der Bakaru. Er hat ein Recht auf Rache, Senor Nash. Sie werden sich ihm stellen. Eine andere Wahl haben Sie nicht mehr. Auf meine Hilfe können Sie diesmal nicht zählen. Er wartet, Nash. Raus jetzt! Jetzt mach deinen Frieden mit dem Himmel, Söhnchen. Amigos, wir greifen vorläufig nicht ein. Ich bin überzeugt, dass keiner von beiden den Kampf überlebt. Weder das Schwein, das letzte Woche unseren Freund Pedro gekillt hat, noch die Sau, die uns vor 5 Jahren übers Ohr gehauen hat. Pedro! Wo bleiben denn unsere Jungs? Vielleicht holst du sie bald. Gut. Kann man sich denn auf niemand mehr verlassen? Bakaru, du wirst das gleiche Ende nehmen wie dein Vater. Das schwöre ich dir.
Hälfte gehört uns, das Feld! Die kannst du jetzt wegwerfen. Die hilft dir nichts mehr. Wegwerfen, los. Wegwerfen, habe ich gesagt. Ich hab's gut mit dir gemeint. Du konntest dich absetzen. Aber du warst ja klüger. Du wolltest deinen Kopf durchsetzen. Das hast du jetzt davon. Da geht einem der Arsch mit Grundeis unter, wenn man nur auf den Fangschuss wartet, nicht wahr, Buckaroo? So, du Mörder. Jetzt ist der Augenblick da, auf den ich 5 Jahre gewartet habe. Jetzt wirst du für meinen Vater bezahlen. Dann werde ich. Auch du wirst nicht gesund, Buckaroo! For his guide, he goes.